bin Hannes Jagerhofer, bin der Geschäftsführer und Inhaber der Acts Group, die sich mit verschiedensten Dingen beschäftigt, Eventmarketing, aber auch im digitalen Geschäft sind wir seit einigen Jahren tätig, haben vor jetzt schon bald 10 Jahren den Jack Felix gegründet gehabt, damals eine Flugsuchmaschine, machen seit 21 Jahren mit der Act Sport Beachvolleyball Events. Vielen Dank. Dann starten wir gleich mit den inhaltlichen Fragen, würde ich sagen. Und die erste Frage ist denkbar einfach, nämlich was bedeutet Markenführung? Markenführung, in der Theorie was anderes ist in der Praxis. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man das lebt, wofür die Marke steht und nicht ausschweift und immer eine Kernbotschaft in der Lage ist zu transportieren. Eigentlich sollte man mit 2 Sätzen, egal um was es sich auch immer dreht, das Produkt beschreiben können, das quasi hinter der Marke steht. Und ich glaube, und dann ist für mich wichtig, Markenpflege, dass man immer wieder versucht, gewissermaßen junges, frisches Image reinzubringen, schaut, ob man auch wirklich das Ziel mit seiner ganzen Kommunikationsmaßnahme verfolgt, das die Marke benötigt, um erfolgreich zu sein. Und das ist jetzt ein bisschen ein kleines Puzzle, wo halt viele kleine Bausteine funktionieren müssen. Was würden Sie sagen, macht eine starke Marke aus? Eine starke Marke macht aus, dass sie eine Bekanntheit hat, logischerweise, dass sie auch in vielleicht schwierigeren Zeiten keine Probleme kriegt, dass sie einen kleinen USP hat gegenüber dem Mitbewerb, dass sie vom Image her auch die Zielgruppe anspricht, die ich mit meinem Produkt, wofür das für die Marke steht, auch wirklich ansprechen möchte. Und wahrscheinlich, dass sie halt in ihren Wert eine Steigerung hat. Und ich glaube, wenn man diese Sachen mit Ja beantworten kann, dann ist man schon sehr weit. Würden Sie sagen, dass der Name Hannes Jagerhofer eine Marke ist? Trägt er zum Erfolg der Agentur von gewissen Projekten bei? Ja klar, man kennt mich oder einige Leute werden mich kennen, durch aufgrund der Tätigkeiten, die wir haben, die ja sehr auch von den Medien sehr verfolgt werden. Klar hilft es. Bekanntheit hilft in jedem Bereich. Das heißt, auch schlechte, auch Bad News are Good News in der Kommunikation. Aber das ist nicht unbedingt die Philosophie, die ich vertrete. Aber wenn man dich kennt, tust du in vielen Dingen leichter. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, ist die Erwartungshaltung auch dementsprechend höher. Das heißt, ich glaube, das gleicht sich wieder aus, aber sicher hilfreich. Erlebnisse werden immer wichtiger. Inwiefern glauben Sie, dass Events zum Aufbau einer Marke beitragen können? Das ganze Eventmarketing hat sich sicherlich sehr verändert. Ich glaube das schon, dass man Veranstaltungen inszenieren muss, egal welche das sind, ob das jetzt eine Produktpräsentation ist oder ob das ein Jubiläum ist. Wie man gesagt, dass eine Veranstaltung im Prinzip ein gleiches Storyboard bräuchte wie ein Drehbuch von einem Film, wo du dir überlegst, wo du die unterschiedlichen in der Inszenierung die unterschiedlichen Höhenpunkte einbaust und dass du halt von Anfang bis zum Ende dem Gast sicher ein Erlebnis bietest. Das fängt an bei der Einladung, die sich abheben sollte von anderen Einladungen, damit man ein USB für die Veranstaltung kreiert. Was macht eine Marke zum Kult? Einfach die Begehrlichkeit. Wenn etwas unheimlich begehrlich ist, weil es vielleicht eine gewisse Knappheit gibt oder künstliche Verknappung gibt, aber damit der Veranstaltung kultig. Und dann weißt du, du bist am richtigen Weg. Beruf? Eine notwendige Maßnahme. Vorbild? Braucht man. Sind die Motivation, sind die Triebkraft. Chef sein? Manchmal mühsam. Nein, eigentlich immer mühsam. Zeit oder Geld? Beides. Studenten? Das ist cool. War meine schönste Zeit. Und zu guter Letzt Lebensmotto? Spiegel schauen können.